Heute geht es nochmals um die Mitochondrien. Und hierzu habe ich einen Ausschnitt aus einem meiner Fachvorträge vorbereitet und blende diesen gleich mal ein. Mein Name ist Karl Hartner, ich bin Arzt Niedergelassen in eigener Praxis und halte auch schon lange Fachfortbildungen für Ärzte und auch Heilpraktiker. Und zeige hier mal ein Bild. Und ich finde es extrem wichtig, weil die Mitochondrien, wer das noch nicht weiß, das sind die Kraftwerke in unseren Zellen. Die geben uns unsere Lebensenergie, unsere körperliche Lebensenergie. Und die sind extrem wichtig in unseren circa 70 bis 90 oder 100 Billionen Zellen, sitzen jeweils zwischen 100 und bis zu sogar 100.000 Mitochondrien in jeder Zelle. Und die sind nun mal wichtig. Und ich habe hier mal ein kleines Schaubild heraus gezeichnet, möchte ich sagen. Und zwar, ich zeige hier mal das Originale hier. Das habe ich nämlich schon vor 15 Jahren einfach mal hier eingeschweißt und rauskopiert aus einem Buch von Uwe Gröber. Und habe das dann hier einfach abgezeichnet. Ja. Und das ist extrem wichtig, weil das ist, ja, ich möchte es mal so sagen, das ist einfach der Dreh- und Wendepunkt für unsere Gesundheit. Da, wo Energie ist, da kann keine Krankheit sein. Da, wo Energie ist, da ist auch keine Übersäuerung. Da gehört der Sauerstoff dazu, weil der Sauerstoff, der geht in die Mitochondrien rein und braucht dann hier in den fünf Brennkesseln, in den fünf Komplexen hier der Mitochondrien einfach hier bestimmte Stoffe. Und zwar im Komplex 1 des Coenzym Q10, das Vitamin B2 und das Vitamin B3. Da habe ich Beiträge hier auf YouTube gemacht in den letzten Wochen. Schau es dir an, bitte. Q10, nochmals B2 und Eisen im Komplex 2, im Komplex 3 Q10 und Eisen, im Komplex 4 Kupfer, im Komplex 5 dann last but not least Magnesium, aber auch noch Schwefel. Und nicht zu vergessen auch L-Carnitin, Benfotiamin, das lipidlösliche B1, Alpha-Adiponsäure, Vitamin C, Vitamin E und B12. Ja, so steht es in der Fachliteratur beschrieben. Und die Mitochondrien können tatsächlich bis zu 50 Grad warm werden. Und wir haben im Quadrillionenbereich Mitochondrien im Körper. Ja, da gab es auch den medizinischen Nobelpreis. Hier Professor Karl Volkers, Professor Peter Mitchell, schon in den 70er Jahren. Ja? Und je höher der Energiebedarf eines Organs, desto anfälliger sind auch die Mitochondrien, weil die dann mehr Radikale bilden, ja? Sauerstoffradikale. Und da brauchen wir unter anderem Vitamin C und Vitamin E dazu, um diese Oxidationen wieder zu regenerieren, die peroxidierten Lipide, Lipidperoxidationen, die wir immer im Labor testen. Ich zeige es nachher noch kurz. Und die reaktiven oxidativen Spezies, ROS, ne, schädigen dann eben, ne, das ist der Abfall der Mitochondrien, die Abgase, ne, aus Sauerstoff wird Energie gebildet, aber die Energie hat auch dann, bildet auch Sauerstoffradikale, das ist dann, ne, die Mitochondrien. Und diese schädigen wiederum Lipidstrukturen, auch Cholesterine, Proteinstrukturen und Nukleinsäuren unserer DNA. Und die DNA ist ja bei manchen Leuten schon ganz schön angegriffen. Jedenfalls in den letzten 2 Jahren. So. Jetzt schauen wir uns mal hier ein paar mitochondrien-toxische Medikamente an. Da gibt es natürlich noch viel mehr. Ist übrigens auch aus der Fachliteratur. Also, was haben wir denn hier? Wir haben orale Kontrazeptiva hier. Auf Deutsch die Pille für die Frau. Ja? Nebenwirkungen, vielfältige Auswirkungen auf den Stoffwechsel. Vitamine, Spuren und Mengenelemente, ja, werden hier in Mitleidenschaft gezogen. Und die Mitochondrien können hier geschädigt werden. Dann die Statine, ja, so häufig verkauft werden als Cholesterinsenker. Ja? Und hier wird die Cholesterinsynthese durch die Statine, durch die Hemmung der HMG-Coenzym A-Reduktase, das ist ein Enzym, wird die Cholesterinsynthese gehemmt oder blockiert. Ne? Das ist die Mevalonsäuresynthese. Das macht eine Blockade. Aber was macht es noch?
Durch die HMG-Coenzym-A-Reduktase-Hemmung wird das die Q10, die Coenzym-Q10-Synthese blockiert, sowie Enzymkomplexe in der mitochondrialen Atmungskette. Und auch Selenproteine, ne? Selen wird gehemmt. Hier, klar, Komplex 1, 2 und 3 wird gehemmt durch Statine. Da geht es den Leuten schlecht, dann kriegen die Muskelschmerzen und Gehirnprobleme, Gehirnschaden und so weiter. Wenn sie eben darauf nicht achten und wenigstens mal Q10 zusätzlich einnehmen oder die mitochondrialen Substanzen. Und dann kommen wir hier noch zu Metformin. Metformin ist eigentlich eine tolle Sache, weil Metformin senkt den Blutzucker durch die Hemmung der hepatischen Gluconeogenese. Die Gluconeogenese macht aus Proteinen neue Kohlenhydrate, aus Proteinen neue Kohlenhydrate, ne, und die Glykogenolyse und steigert sogar die Insulinaktivität des Metformin. Ist eine tolle Sache. Aber die Nebenwirkung: Der Atmungskomplex 1 in den Mitochondrien wird beeinträchtigt und gehemmt und die Aufnahme von B12 wird gehemmt. Vitamin B12. Und da muss halt darauf geachtet werden. Sprich auf Deutsch, was bedeutet das? Hier Komplex 1. Q10, B2, B3 sollte auf jeden Fall eingenommen werden. Und B12, weil die B12-Aufnahme auch gehemmt wird, so können wir eine Rezeptierung, eine Aufnahme von Metformin dann auch noch tolerieren. Aber nur, wenn das gemacht wird. Und Magnesium gehört übrigens auch noch dazu. Also, und das wird halt nicht gemacht. Das wird halt nicht. Das ist eine Katastrophe. Weil diese Nebenwirkungen, die sollten hier eben beachtet werden. Es gibt auch Nährstofffirmen, die Nährstoffe herstellen, die haben es, darf ich den Namen nicht nennen, die haben genau auf diese drei Dinge hier Komplexpräparate zusammengestellt, die hier dann helfen und dann kann man hier sehr viele Nebenwirkungen wunderbar verhindern. Jetzt zeige ich nochmal zur Labordiagnostik, weil ich ja schon so viel Labordiagnostik hier gezeigt habe, einfach mal. Was mache ich denn, was machen wir denn regelmäßig im Labor? Das ist lange nicht alles, was ich hier aufgezeichnet habe. Aber ich zeige es trotzdem mal. Ich schaue mir immer den Energiehaushalt an und den Entzündungshaushalt, sage ich jetzt mal, im Labor. Dazu gehören der oxidative und der nitrosative Stress, wie zum Beispiel die Peroxidation, das oxidierte LDL-Cholesterin, das Nitrotyrosin, Peroxynitrit, die Superoxide, diese Mutase oder auch Mutasen, Glutathionperoxidase, Glutathion-S-Transferase, auch die Katalase wird häufig getestet von uns, das intrazelluläre Glutathion, das Profil des Glutathions, also das reduzierte und das oxidierte Glutathion, und die Ratio dazu: Citrullin, Methylmalonsäure, Malondialdehyd, natürlich die LDH-ISO-Enzyme, der bioenergetische Gesundheitsindex, um die Mitochondrien mal anzuschauen, auch die mitochondriale Membranaktivität, das hat ja was mit der Spannung, der Elektrizität in den Membranen zu tun, das ATP im Gesamten, also das Adenosintriphosphat, das ja die Energie der Mitochondrien darstellt, die herauskommen sollte. Da brauchen wir täglich ja zwischen 70 und 100 Kilogramm oder deutlich mehr. TKTL1 nach Dr. Johannes Koy. Die Viren schauen wir an, von den Herpesviren Typ 1 bis Typ 8, IgM, IgG, Elispot, von Bakterien und Viren, LTT, auch Rantes und Nagalase, dass wir mal sehen können, ist denn da was im Busch, auch mit Retroviren. Und natürlich das Immunsystem per se, da kann man viel testen. Und dann kann ich das Puzzle hier mal zusammensetzen. Das sind mir ganz, ganz wichtige Werte. Darauf habe ich mich auch spezialisiert. Natürlich darf nicht fehlen ein Mikro- und Makro- und Nährstoffprofil. Dazu gehören die Vitamine, die Mineralien, im Vollblut die Spurenelemente, Fettsäuren, in der Erythrozytenmembran selbstverständlich die Aminosäuren, Aminoprofil, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die Diaminoxidase, Histaminabbaukapazität und so weiter. Dann natürlich eine ordentliche Stuhluntersuchung, Mikrobiom,
kann man testen: Darmflora, Zonulin, secretorisches Immunglobulin A, Calprotectin, Alpha-1, Antitrypsin und auch die Histamine im Stuhl. Ganz, ganz wichtig. Natürlich die ganze Toxikogenetik gehört natürlich dazu. Das habe ich nur als Wort mal hier hingeschrieben, weil da gehört viel dazu, was man machen kann. Natürlich schauen wir uns die gesamten Hormone an, bis hin zu den Nebennierenhormone, Schilddrüsenhormone und so weiter. Auch Steroidhormone, ganz, ganz wichtig. Und last but not least, natürlich auch ein normales Labor. Und zwar ein großes internistisches Labor, das weit darüber hinausgeht, über das, was die gesetzlichen Kassen den Hausärzten und Kassenärzten bei denen zulassen, möchte ich mal sagen. Zahlen das ja eigentlich dann nicht so richtig. Ne? So, jetzt gehen wir nochmal zur nächsten Folie. Was haben wir hier noch? Ja gut, dann kommt natürlich die Ernährungsumstellung. Das wäre es schon auch Diagnostik und auch die Therapie. Da schauen wir, dass wir eine antiinflammatorische, antientzündliche Ernährung anstreben. Das heißt, wir schauen, oder ich schaue bei Patienten Immunglobuline G4 an, also Nahrungsmittelunverträglichkeiten im Labor. Ich schaue mir die Fettsäuren an, dass die reguliert werden durch die Ernährung, die Kohlenhydrate und auch die toxischen Belastungen. Da haben wir ein Riesenproblem mittlerweile, weil auch in Bioprodukten mittlerweile so viele Toxine drin sind, dass einem die Haare zu Berge stehen. Wir schaffen es eigentlich gar nicht mehr, uns ordentlich ernähren zu können. Das ist eine ganz große Herausforderung. Makronährstoffe, sowas individuell natürlich, Kohlenhydrate, Fette, Proteine. Da schaue ich immer individuell mit dem Patienten, was ist notwendig. Da gibt es für mich keine einheitliche Lösung. Da muss man so schauen, müssen die abnehmen, müssen die Mitochondrien stärken, müssen die entgiften. Je nachdem, was für Symptome oder Diagnosen sie haben, müssen wir hier dann genau schauen. Dann natürlich auffüllen der Makronährstoffergänzungen, wie zum Beispiel natürlich Omega-3-Fette, EPA, DHA, meistens Algenöl, auch die Aminosäuren sind hier sehr, sehr wichtig zu nennen. Und dann auffüllen der Mikronährstoffe selbst. Und da habe ich nochmal eine extra Folie gemacht, weil das ist einfach die Basistherapie hier, die ich hier zeige. Das ist absolute Basistherapie. Und hier ist natürlich wichtig, das gehe ich jetzt auch noch ganz kurz mit euch durch. Alle B-Vitamine, einschließlich Biotin, eventuell, und zwar mittlerweile sehr häufig, ein hochdosiertes Methyl- oder Adenosylcobalamin bis 5000 Mikrogramm pro Tag. Das ist Vitamin B12, da habe ich auch schon mehrere Beiträge auf diesem Kanal hier gebracht. Zusätzlich muss man schauen nach Labor, je nachdem, Kupfer, Quercetin, Zink, Bor, Jod, Selen, Mangan, Molybdän, Kalium. Magnesium, das fehlt hier, habe ich vergessen einzuschreiben. Magnesium, schwefelhaltige Dinge, Coenzym Q10, N-Acetylcystein, Acetylglutathion, Alpha-Liponsäure, L-Carnitin, Zeolite, eventuell Eisen als Curryblatteisen und so weiter. Das ist einfach hier laut Labor. Natürlich hier habe ich extra hingeschrieben Vitamin D. Und was brauchen wir noch? Vitamin D. Was brauchen wir noch? Wir brauchen Vitamin D. Und was brauchen wir noch? Wir brauchen Vitamin D. Das habe ich so oft genug gesagt. Dazu natürlich Vitamin K2, nicht vergessen. Und auch Vitamin A mit Zink, bitte niemals vergessen. Ganz wichtig. Was ist noch wichtig zu erwähnen, ist das Vitamin C. Und zwar nicht zu niedrig dosiert, sondern eher mal ein bisschen höher über den Tag verteilt. Und auch das Vitamin E, zum Beispiel im Weizenkeimöl, da haben wir alle Tocopherole drin. Da muss man auch ein bisschen aufpassen mit den Ergänzungen. Und hier geht es dann weiter. Das wäre die ergänzende Therapie. Wir müssen dem Körper helfen, zusätzlich zur orthomolekularen und zur Ernährungsmedizin, sich selbst zu regulieren. Das nennt man auch die Selbstheilungskräfte. Und die dürfen wir auch bitte stabilisieren und dem Körper helfen, in seine eigene Intelligenz wieder quasi in Form zu bringen. Hier sind viele Heilungsblockaden bei ganz, ganz vielen Menschen schon da, aufgrund der Geschichten, die ich gerade genannt habe, aufgrund von Krankheit, aufgrund auch von Alter, aufgrund von toxischen Belastungen, viralen Belastungen und Medikamentenmissbrauch und so weiter. Und hier haben wir mal ein paar Dinge, die ich alle in unserer Praxis schon lange praktiziere.
Und da kann man dann aus den vollen schöpfen, wie zum Beispiel Eigenblut, PRP, also abzentrifugiertes Eigenblut, homöopathisiertes Eigenblut, noch weitere Eigenblutbehandlungen, Akupunktur mit der ganzen TCM natürlich hier dazu, Osteopathie, Homöopathie mit seinen ganzen Facetten, Frequenztherapien, Photonentherapie, Magnetfeldtherapien, da gibt es auch verschiedene. Nicht-invasive Induktionstherapie, wunderbare Sache, Sauerstofftherapien, da gibt es auch verschiedene. Dann Organtherapien, da gibt es auch wieder verschiedene. Natürlich die Phytotherapie, also die Pflanzenheilkunde, Gemotherapie kann man hier noch dazu schreiben. Und noch vieles mehr, mir fällt es noch vieles mehr an. Das ist nur mal eine kleine Auswahl, was es da so gibt. Und da kann man wirklich viel, viel machen. So, das war jetzt mal ein kleiner Ausschnitt. Ihr dürft mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ich noch weitermachen soll, weil es geht hier nämlich dann noch weiter. Da kommen dann die ganzen Ursachen von den Erkrankungen, auch nochmal die Hauptursachen. Und dann geht es weiter in die Tiefe. Also, ich kann gern auch mit solchen Vorträgen noch weitermachen oder auch mit diesem Vortrag auch hier auf YouTube ein paar Dinge mal zeigen. Es geht auch bis in die Tiefe der Laborwerte, der Diagnostik. Und dann der entsprechenden Therapien. Es reicht nicht nur eine gute Diagnostik. Es muss auch immer die richtige Therapie dann gemacht werden. Und ich habe gerade eine Befundung gemacht von einem Patienten. Und ja, ich muss sagen, das war schwierig. Und da gehe ich dann natürlich echt in die Tiefe, bis hin zur Mikroimmuntherapie, bis hin zu Strophanthus, Gratus, Urtinktur, um die Leute zu entsäuern, bis hin zu solchen Geschichten wie Lactoferrin oder Beta-Glucan, weiß Gott, also CDL, da gehe ich ja schon sehr in die Tiefe mit den Leuten. Ja, hochdosiertes Melatonin, kann man unheimlich viel erreichen. Gut, so, also, das war jetzt mal noch ein kleiner Beitrag heute Abend um 10 Uhr. Und am Sonntagabend, das mache ich auch mal Schluss. Das wollte ich aber euch noch zeigen. Das ist mir wichtig. Und ich wünsche euch allen, wie immer, ganz viel Gesundheit, ganz viel Licht, ganz viel Liebe, eine hohe Schwingung. Und guckt doch mal in unserer Akademie vorbei. Habe ich unten verlinkt. Würde mich freuen. Das ist ein Herzensprojekt von meiner Frau und von mir, wo ich natürlich hier noch deutlich mehr bringe als hier auf YouTube. Also, alles Gute euch. Ciao.